Hallo zum sportlichen Teil der Sendung. Erst Bayernjäger Nummer 1 und dann nach 3 Niederlagen hintereinander schon tief in der Krise. Für meinen Geschmack beides etwas übertrieben. Unsere Borussia am Samstag beim 3:2 gegen die Hertha wieder siegen zu sehen, war trotzdem ein echt schönes Gefühl. Sicher auch für die Jungs auf dem Platz und auch für Chefcoach Lucien Favre. Am Ende für mich, es ist verdient, dass wir gewonnen haben. Wir haben 63% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, weniger in der zweiten Halbzeit. Aber wir haben das Spiel gemacht, insgesamt schwer, aber es war verdient für mich. Durch das Tor von Toni Janschke in der 9. Minute ging die Borussia gegen Hertha schon früh in Führung, kassierte dann aber zu einem ungünstigen Zeitpunkt direkt vor der Halbzeitpause den Ausgleichstreffer. Blöd gelaufen, Borussia kam aber konzentriert und nicht verunsichert wieder zurück auf den Platz. In der 55. Minute dann der Knallertreffer von Raphael. Thorgan Hazard setzte in der 83. Minute dann noch einen obendrauf. Das 3:2 für die Berliner in der Nachspielzeit war dann zwar unnötig, der Sieg war den Fohlen aber natürlich nicht mehr zu nehmen. Die Fans waren auch glücklich und außerdem passend zum Nikolaus am Samstag mit hübschen Kopfbedeckungen unterwegs. Ja, die erste Halbzeit, naja, es ging so. Ich habe ein bisschen über Raphael gestimmt, ne? Obwohl er mein Spieler ist. Hier, wie ist es gelaufen? Gut, sehr gut, aber leider zu wenig Tore für die Gladbacher. Ja, wenn dann jetzt noch ein paar sein können. Elfmeter hätte nicht sein müssen, war zwar berechtigt, war ein dummer Fehler, aber wir haben gewonnen. Ja, der 3:2 war unnötig. Der Elfmeter war schlecht von den anderen. Ich hätte gerne 4:1 gesehen, als wie 3:2. Aber ansonsten, ich bin zufrieden. Mein Mann hat das erste Mal ein Spiel live gesehen, der holt gerade das Auto, der ist happy, was will man mehr? In der Tabelle steht unsere Borussia jetzt mit 23 Punkten auf Platz 6. Am Donnerstag steht schon das nächste Spiel im Borussia-Park an. Um 19 Uhr wird das Europa-League-Endspiel ums Weiterkommen und um den Gruppensieg gegen den FC Zürich angepfiffen. Für Vereins- und Fanprojektmitglieder gibt es sie schon seit letzter Woche. Heute dann auch für alle anderen. Die Tageskarten für die Heimspiele der Bundesliga-Rückrunde von Borussia Mönchengladbach. Tickets für die Spiele gegen den 1. FC Köln, Borussia Dortmund sowie am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg werden allerdings ausschließlich an Vereins- und Fanprojektmitglieder verkauft. Einen Verkauf von Dauerkarten zur Rückrunde wird es nicht geben, da bereits vor Saisonbeginn der Verkauf bei der Marke von 30.000 Dauerkarten gestoppt wurde. Innerhalb von 48 Stunden wird jeder dieser Fahrer 29 Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Am Ende hat jeder von ihnen knapp 25.000 Kalorien verbraucht und alle zusammen sind insgesamt 700.000 Kurbelumdrehungen geradelt. Das Ergebnis: extrem stolze Sportler, extrem wunde Hintern und ein sehr schweißtreibendes Wochenende. Aber wofür das alles? Ja, wir haben jetzt die 48 Stunden Trainingssimulation für unser Race Across America. Wir wollen ja im nächsten Juni innerhalb von 6 Tagen quer durch die USA fahren und dafür trainieren wir jetzt. Innerhalb von 48 Stunden wird jeder der Racer, die im nächsten Jahr auf dem Rad sitzen, 29 Stunden hier auf dem Fahrrad sitzen, indoor, fest. Also ziemlich langweilig, aber wir sorgen für gute Unterhaltung. Wir haben Besucher, die Spinning mit uns fahren und ich hoffe, dass es den Jungs nicht langweilig wird und sie auch zusätzlich nicht vom Rad fallen werden. Das längste Radrennen der Welt führt das Max-Motiv im Juni über eine Strecke von 4.800 Kilometern durch ganz Amerika. Das Durchfahren von 4 Zeitzonen, 30.000 Höhenmetern und eine Woche extremer Schlafentzug inklusive. Das ist eine Ultrabelastung, eine Ultra-Ausdauerbelastung. Und letzten Endes, jeder hat es ja schon mal gespürt, wenn man einfach nur lange vor sich hinfährt, trifft man irgendwann relativ schnell an seine Grenzen. Und diese Grenzen wollen wir natürlich zum einen ausloten, das heißt, dass die Jungs einfach fitter sind, länger durchhalten. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass es im Laufe des Rennens, also bevor es zum Finish gekommen ist, dass sie sich dann schon überlastet haben und eben nicht mehr ins Ziel kommen. Und wenn man das natürlich, sag ich mal, mit einem gewissen Leistungsanspruch auch machen möchte, dann ist es schon förderlich, wenn man vorher vernünftig trainiert, wenn man das sportwissenschaftlich und trainingswissenschaftlich entsprechend fundiert aufbaut, um dann das Bestmögliche rauszuholen. Die Simulation am Wochenende im Return Sport Park am Freitag, Samstag und
Sonntag war der bisher zweite und längste Testlauf. Währenddessen werden die Fahrer von Sportmedizinern genau im Auge behalten und in den kurzen Ruhepausen immer wieder gründlich durchleuchtet. Es geht ihnen erstaunlich gut. Also als ich das letzte Mal einen Herzultraschall gemacht habe, war ich wirklich völlig begeistert. Die Pumpfunktion ist erhalten, das Herz erholt sich total gut. Von den Hintern wollen wir jetzt mal nicht reden, die haben gelitten und die sind sehr stark beansprucht, aber ansonsten auch die mentale Stärke ist wirklich enorm von den Jungs. Jeder, der wollte, konnte am Samstag sogar mitradeln und für den guten Zweck ein Fahrrad anmieten. Das Geld kommt der Hill-Ehri-Stiftung und dem Kinderpalliativteam Sternenboot zugute. Auch an der Tour durch Amerika können sich Sponsoren für den guten Zweck beteiligen. Wer sich übrigens schon mal gefragt hat, wie man nach 29 Stunden auf dem Fahrrad aussieht, genau so. Noch eine kleine Meldung zum Schluss. Borussias Homepage ist bei einer Umfrage des Online-Marktforschungsunternehmens Metrix Lab zur besten Website in der Kategorie Sport gewählt worden. Für die Website war es die erste Nominierung und es wurde direkt der Sieg eingeholt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.